Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Tavern Talk, unserer kleinen Kneipe am Rande des Wahnsinns. Sind wir jetzt hier, Nacht in der Bibliothek. Ja, wunderschönes Wetter. Für 41. Primordialmond, auch mein Lieblingstag. So, ne? Schauen wir mal, was vielleicht so, vielleicht erfahren wir, was in der Bibliothek ist, es regnet, passiert ist. Sieht ziemlich stürmisch aus da draußen, Reno. Ich sollte nachsehen, ob alle Fenster geschlossen sind. Okay. Huch. Anscheinend nicht. Guten Morgen, Oleander. Hat er sich früher auch schon bewegt? Morgen. Ja, was ist da draußen los? Gute Frage. Hast du vor, mir zu antworten? Ja, leicht windig heute. Und, hallo, Gastwirt an Oleander, hörst du mich? Ja, entschuldige, hatte eine lange Nacht und hab üble Kopfschmerzen. Könnte ich vielleicht einen Kaffee haben? Ich glaube nicht, dass du noch mehr Kaffee brauchst. Du hörst mir etwas gegen deine Kopfschmerzen. Ich hätte deine Tinktur, die den Gedanken beruhigen könnte. Ja, meinetwegen, nehme ich. Und das am frühen Morgen, okay. Was haben wir da uns da wieder reingebrockt, Ando? Was fürs Hören? Mal gucken. Eine stille Nacht? Ja. Prekärer Kaffee. Naja, Kaffee hat er ja eh genug. Na gut, machen wir eine stille Nacht. Eine stille Nacht. Sollen wir noch einen kleinen Boost rein tun oder kriegen wir das so hin? Mal schauen. Na komm, rein damit. Flup, flup, flup. So, rein die Tomatenbrühe. Wir sagen natürlich mal, das ist Trollblut, damit keiner weiß, dass es nur Tomatensaft ist. So. Könnten noch einen Geist reinmachen. Na, will er nicht? Ah, Moment, wir haben das dann drin. Die, dann musst du weg. Warte mal. Da haben wir was falsch angefangen. So, komm weg mit dir. Du auch. Willst du den auch haben? Okay. Eingeatmet. Kannst du auch machen. Warte mal. Was fürs Hirn. Ja, aber ich brauche das nicht. Das ist ein Problem. Das ist eher minus. Nicht so gut. Ja, okay, dann die. Die waren es ganz genau. So, dann brauchen wir eigentlich nicht mehr viel rein tun. So, einmal das. Komm, ne, willst du wohl? Willst du da reingehen? Flop, Likör 42. So, dann nochmal. Bisschen verdünnter Tomatensaft und dann. Oh, du stille Nacht. Bitteschön. Einmal für den Herrn Oleander. Ja, bitte das sanfteste Kopfschmerzmittel, das ich habe. Sonst hätte ich nur noch einen Knüppel. Danke, ich fühle mich beruhigt. Magst du mir jetzt mehr über den Sturmwind erzählen? Na gut, das bin ich dir wohl schuldig. Ehrlich gesagt ist das ein Albtraum. Wegen dieses Sturms irren sich erschreckend viele Leute. Einige davon sind Abenteurer, die glauben, das sei jetzt der perfekte Zeit für Schatzsuchen und Selbstverwirklichung. Diese Abenteurer. Manche von ihnen wollen sogar den Sturm bekämpfen. Hätte nie gedacht, dass man so dumm sein kann. Leider bringt der Sturm aber auch viele normale, nette Leute in Schwierigkeiten. Die kommen vom Weg ab, fähren sich tief im Aschenhain und finden den Rückweg nicht mehr. Kompasse funktionieren nicht mehr und die meisten Leute haben scheinbar den Orientierungssinn eines altbackenen Brots. Ja, die kenne ich. Kurz gesagt, es ist ein blankes Chaos. Meine Empfehlung, nicht rausgehen. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Aber es klingt schon ziemlich seltsam.
Seltsam, so kann man es auch nennen. Lästig trifft es eher. Was für ein Sturm mag das wohl sein? Keine Ahnung, so einen Sturm habe ich noch nie gesehen. Hast du irgendeine Vermutung? Fühlt sich irgendwie primordial an, aber vielleicht ist es bei allen seltsamen Stürmen so. Jedenfalls habe ich keine göttlichen Visionen von der großen Seeschlange erhalten. Aber Levitian hat mir sowieso keine Vision geschickt, seit ich im Ruhestand bin. Primordian, verstehe, das erklärt die Frösche. Frösche? Welche Frösche? Die Frösche im Baumhaus. Was? Die Frösche im was bitte? entschuldige, ich hätte mich klar ausdrücken sollen. Ich rede über die Abenteurer, die in Frösche verwandelt wurden. Ach so, ja, die... Was? Ich bin immer noch verwirrt. Der Sturm ist schuld. Was? Ich verstehe, kann der mal in ganzen Sätzen reden? Ich glaube eher, du bist schuld, weil du mir nichts erklärst. Ah, schon gut, schon gut. Also seine Schwester war irgendwie rätseliger. Einige Abenteurer haben sich in ein paar Schlingpflanzen verheddert. Ich habe sie befreit, also die Abenteurer, und ihnen angeboten, sie aus dem Aschenhain zu führen. Vier Abenteurer waren es. Einer war kaltiger als der andere. Es war so mühsam, sie zurückzuführen. Sie besser dagelassen. Auch wegen all dieser Anomalien, die der Sturm im Schlepptau hatte. Außerdem war die passive Wahrnehmungsfähigkeit der Abenteurer anscheinend gleich null. Ja, wahrscheinlich immer schlecht gewürfelt. Sie sind beinahe in die gefräßige Fallgrube gefallen. Ach, die, wo ich meinen Biomüll immer reinschütte heimlich? Was? Wurden sie dadurch in Frösche verwandelt? Nein, hast du schon mal von gefräßigen Fallgruben gehört, die Leute in Frösche verwandeln? Also die Gemarkung des uralten Walds überschritten, begegneten wir weiteren Anomalien. Achso. Wir besiegten sie jedoch, dadurch verwandelten sie sich einfach in dichten und überraschend aggressiven Nebel. Ja, wer kennt's nicht? Und dieser Nebel wollte uns komplett verschlingen. Ich konnte ihn abwehren, aber die Abenteurer hatten weniger Glück. Okay. Der Nebel drang in die Augen der Anführerin, die daraufhin an einem stürmischen Violett erstrahlte. Dann verwandelte sich die Anführerin plötzlich in eine Wasserpfütze und wurde vom Sturm verschluckt. Okay. Die anderen Abenteurer verlor ich aus den Augen, weil weitere Anomalien auftauchten. Als ich später sie wiederfand, da hatten sie sich in drei Frösche verwandelt. Das ist ein faszinierender Nebeneffekt, ja. Was hast du mit den, amphibischen Abenteurern gemacht? Ach, die habe ich aufgesammelt und in Fables Baumhaus einquartiert. Oh, die wird sich freuen. Ich habe ihnen in der Küche ein kleines Wasserbad hingestellt und sie vorerst dort eingesperrt. So können sie keinen Schaden anrichten und die Fenster halten den Nebel von ihnen fern. Hast du ihnen auch etwas zu futtern dagelassen? Ja, natürlich. Hervorragend. Was immer die fressen. Also, was wirst du gegen den Sturm unternehmen? Nichts. Sehe ich etwas wie ein Abenteurer? Okay. Ein bisschen. Nur weniger amphibisch. Es gibt immer noch reichlich zwei meinige Helden. Einer von ihnen wird sich bestimmt um die Sache kümmern. Kein Grund für mich, meinen Tagesablauf zu ändern. Ich fürchte, du machst das Gegenteil von überreagieren, wenn ich mal so sagen darf. Ach, es könnte schlimmer sein. Diesmal fallen wenigstens keine Sterne vom Himmel. Ja, das hat auch was für sich. Es gibt immer noch die Primordialsterne, sie könnten hinaufschweben. Beschränken wir uns diesmal auf eine Katastrophe, Gastwirt. Wie dem auch sei, ich sollte nach den Fröschen reden. Und verhindern, dass sich noch jemand verirrt. Vielleicht kannst du den Leuten von Zenith sagen, dass sie lieber drin bleiben sollen. Ich verständige einen Stadtschreier, falls ich einen finde. Bleib lieber drin, Gastwirt. Aber nur, weil du mich so nett drum bittest. Okay. Was haben wir denn hier am Brettchen? Nacht. Ich wollte eigentlich hier mal lesen. Wind und Wetter scheinen sich zu verändern. Die Sicht wird immer schlechter und langsam geben auch Kompass und Geist auf.
Kein Grund zur Besorgnis, nein, überhaupt nicht. Olyanna ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Obwohl Olyanna eigentlich dauernd genervt wirkt, kommt manchmal auch eine andere Seite von ihm zum Vorschein. Er hat ein starkes Pflichtbewusstsein und möchte Hilfsbedürftigen beistehen, auch wenn er sich ständig über sie beschwert. Dank seiner geschärften Waldläufersinne verirrt er sich nie, zumindest nicht im physischen Sinne. Was immer das heißt. Ups! Okay. Jetzt tropft mir hier nicht die Bude vor, Leute. Hallo, Gastwirt! Das tapfere Forschungsteam ist zurückgekehrt. Und alle in einem Stück. Da bin ich froh. Hallo. Ja. Schön, dass ihr alle unversehrt und wohlauf seid. Hast du die Forschungsarbeit schon in deinem Lebenslauf erwähnt, Melly? Na klar. Ich bin jetzt eine professionelle, hochintelligente Forschungsexpertin. Zumindest hat das Archie gesagt. Ihr habt fantastische Arbeit geleistet. Danke. Ich habe jetzt also eine Art Dreierkombi von Klassen. Detektivin, Diebin, Forscherin. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt schon keinen Bock mehr auf Bücher und Papier und Spucke und Zähne. Deshalb weiß ich nicht, ob ich eine Forscherin bleiben möchte. Es ist schwierig mit der Berufswahl. Moment mal, was hat eine Forschungsarbeit mit Zähnen zu tun? Oh, die waren so süß. Die Zähne? Was ist da draußen los? Immer hat es da noch geregnet? Was war denn eigentlich diese kleine Fliege da? Okay, das klingt nach einer langen Geschichte. Braucht jemand ganz dringend ein Getränk, bevor wir loslegen? Ja, ich. Okay. Ja, gerne doch. Was darf es denn heute sein? Was? Etwas Spaßiges. Aber ja, ist ja gut gelaunt. Damit ich dir besser von unserem Abenteuer erzählen kann. Ich glaube, da weiß ich genau das Richtige. Spiel, Spaß und Spannung. Dazu noch eine Sumpfhexe. Jawohl, Lando. Ja. So, was wollen wir denn heute? Okay, ganz viel Charisma, wie man bei uns sagt. Im Rheinland. Ey, das ist auch Charisma. Habe ich gestern gekauft. So, hier. Schauen wir mal. Charisma. Warte mal, da haben wir doch hier diesen großen Schlägermeister. Besser kann man es eigentlich nicht machen. Oder einen hurtigen Hurrikan. Wäre auch noch eine Idee. Aber ich glaube, der Schlägermeister, oder? Ein Hurrikan jetzt bei dem Wetter? Nee, wäre auch nicht gut. Was macht eigentlich der prekäre Kaffee nochmal? Das ist hauptsächlich das. Nee, gut, machen wir einen Schlägermeister. Ein Schlägermeister. Könnte man auch nochmal... Ja. Könnte man auch machen. Dann geht es ein bisschen schneller. So, kommt hier noch einmal. Blöpp. Einmal davon, einmal hiervon. Ups. Zack. So, der Schlägermeister. Frisch in den Sumpf. Funk. Ein spaßiges Getränk für die süßeste aller Sumpfhexen. Oh, unser Gastwirt ist aber gut gelaunt heute. Oh. Oh, sie findet es lecker. Und wie? Aber nun ist es Zeit, unsere Geschichte zu erzählen. Nun gut. Gut gestärkt von euren Getränken reisten wir südwärts durch die Mondsümpfe gen Moosbucht, bis wir endlich das Meer erblickten. Weit und breit war keine Stadt zu sehen, doch wir wussten. Ihr wusstet, okay. Was denn? Unter Wasser war ganz in der Nähe. Wegen dem vielen Wasser? Als wir den Sumpf verließen und unsere Füße das Wasser berührten, begann die Magie der Leuchtalgen zu wirken. Plötzlich waren unsere Köpfe von gigantischen Luftblasen umhüllt. So wie sonst auch bei dir an diesem M-Kopf. Anfangs war ich skeptisch, immerhin hatte ich Berichte über Schiffswracks und zahllose Ertrunkene gelesen. Doch ich riss mich am Riemen. Autsch, okay. Um über das Leben schreiben zu können, muss man etwas erleben. Okay, Also stürzte ich mich kopfüber ins Wasser und was soll ich sagen, mein Kopf blieb gänzlich trocken. Welch fantastische Magie, fürwahr.
Es sah etwas albern aus. Die Luftblase passte sich der Größe seines Hutes an, nicht der seines Kopfes. Also zum Glück nicht der seines Hirns. Na gut. Nur die Spitze der Hutfeder wurde etwas nass. Nur, Mellys Luftblase hingegen war so groß, dass Melly komplett hineinpasste. Und weil ihre Beine nicht aus der Luftblase herausragten, konnte sie nicht selbst schwimmen. Doch Baya konnte sie mühelos mitziehen. Die sie vielleicht kicken können. Naja. Also tauchten wir langsam tief ins Meer, genauso wie unter Wasser vor über einem Jahr. Hieß die Stadt eigentlich vorher schon unter Wasser oder hieß sie da über Wasser? Das müsste man nochmal klären. Während wir hinabschwammen, entdeckten wir eine uns unbekannte Welt. Fische in allen Formen, Farben und Größen, Schwärme leuchtender Meerasseln, riesige, monströse Wesen in der Ferne. Hattest du keine Angst vor diesen Wesen? Nein, überhaupt nicht. Sie wirkten nicht sehr aggressiv auf mich. Neugierig vielleicht, ja, aber sie blieben auf Distanz. Und dann? Oh je, und dann? Dann konnten wir endlich die Tore von Unterwasser sehen. Es war wie in einem Traum. Nein. Nicht? Die Schönheit dieser versunkenen Stadt übertraf selbst meine kühnsten Träume. Die Mauern aus Travertin, die Marmorsäulen, das sanfte magische Licht, das die Stadt und das dunkle Meer in ihrer Nähe erhellte. Die Vielzahl an bunten und teilweise sogar leuchtenden Meereswesen, die vom Licht angelockt wurden. Keine der Beschreibungen, die ich gelesen habe, wird dem gerecht. Welch ein schöner, wundersamer Ort. Und er befindet sich in einem riesigen magischen Schutzblase und ich dachte, meine Luftblase sei groß. Ich bin so froh, dass ich zusammen mit euch solch ein wundervolles Abenteuer erleben durfte. Ach, zuerst wollte sie nicht. Die Worte und Ideen für meine nächste Geschichte flossen mir zu wie sanfte Wellen. Ui, da bin ich ja mal gespannt. Ich kann es gar nicht erwarten, sie alle niederzuschreiben. Wir betraten Unterwasser durch ein riesiges magisches Spezialsiegel, das die Stadt trocken hält. Melly war jedoch die einzige von uns, deren Kleidung trocken war. Und ich habe mich so gefreut, die Banshee und die Mary Morgan wiederzusehen. Wir trafen uns schnell mit ihnen in einem Gasthaus, in dem sie logierten, um sie zu fragen, wo genau der Mechanismus ist. Ich habe ihnen meinen tollen Rätselteil gezeigt. Und die Mary Morgan sagte, dieses Teil sehr genauso aus wie das in der Bibliothek. Ich war so aufgeregt und so nah dran, mein Rätsel zu lösen. Sie erklärten uns den Weg zur Korylivianischen Bibliothek. Und dann waren wir startklar. Okay. Haben sie euch nicht begleitet? Nein. Anscheinend hatten sie an diesem Abend schon einen Tisch reserviert und wollten später noch tanzen gehen. Oh, die lassen sich aber gut gehen. Und wir wollten ihre Pläne nicht durchkreuzen. Schließlich waren sie dort im Urlaub. Die Turteltäubchen, ja. Aber wir haben versprochen, ihnen später alles zu erzählen. Nach einem kurzen Spaziergang erreichten wir endlich unser Ziel, die Korylivianische Bibliothek. Aber die ganze Reise hatte so lange gedauert, dass wir leider erst außerhalb der Öffnungszeiten dort ankamen. Ärgerlich. Vielleicht war es besser so. Muss schwierig sein, in einer Bibliothek nach einem Rätselteil zu suchen, wenn es dort vor Leuten wimmelt. Oh ja, das ist ein guter Einwand. Ich belausche zwei Wachen und erfuhr so, dass es noch einige Forscher und Sicherheitsleute in der Bibliothek waren. Sie versuchten, den Fluch zu enträtseln, der auf der Bibliothek lag. Du weißt schon, wegen der auf rätselhafte Weise verletzten Besucher, das wandelnden Inventars und so weiter. Achso, ja, die bissigen Bücher. Und, nun ja, wir drei verfügten über reichliche Erfahrung, was Abenteuer, Zaubersprüche und Monster anbelangt. Also stellte ich mich dem Bibliothekspersonal vor. Ich bot ihnen unsere Hilfe an. Tatsächlich hatten sie sogar meine Bücher gelesen und gehörte, dass diese auf wahren Begebenheiten beruhen. Naja, sagen wir mal zu 70% vielleicht. Also wussten sie von meinem Abenteuer in Sofort und davon, wie ich den Fall der verschwundenen Familiare gelöst habe. Dass sie alles wussten. Und eine Sumpfhexe wie ich konnte sogar noch mehr Möglichkeiten zur Behebung verschiedener Flüche anbieten.
Okay, eine süße Sumpfhexe, wenn ich das so sagen darf. Ja, Gaston, das war ganz schön flirten hier, oder? Nachdem wir also kurz mit unserem Expertenwissen geworben hatten, Experten, ja, ließen sie uns tatsächlich hinein. Das war der erste Fehler, vermute ich. Als wir erstmal drin waren, mussten wir nur noch den zweiten Teil des Mechanismus finden. Und vielleicht auch den armen Bibliothekaren helfen, herauszufinden, mit was für einem Fluch sie es zu tun hatten. Habt ihr jemals die Korlithianische Bibliothek besucht, Gastwirt? Haben wir oder haben wir nicht? Macht das einen Unterschied? Die Bestellung ist mal dumm. Leider noch nicht. Oh, das müsst ihr unbedingt nachholen. Allein das Gebäude ist der Reise wert, ganz zu schweigen von allen Rezepten, die ihr dort finden könntet. Oh, okay. Ich werde darüber nachdenken. Der helle, polierte Marmor und das naturbelassene Holz passen perfekt zueinander. All diese Bögen und die schwindlerregend hohen Bücherregale, die uns über uns Sterblichen aufragten. Und der ganze Staub da drauf fallen, ja. Aber das Kronjuwel dieses Gebäudes war eindeutig die Sonnenkuppel. Unter Wasser. Mhm. Die Sonnenkuppel. Der Mittelbau der Bibliothek wird von einem gigantösen Glaskuppeln bedeckt, durch die warmes Sonnenlicht in jeden Winkel gelangt. Das sah echt toll aus, aber es hat mir auch das Gefühl gegeben, sehr klein zu sein. Als wir die Bibliothek betraten, bemerkte eine Mitarbeiterin, wie wir uns staunend umsahen. Sie erzählte uns, dass die Kuppel hinzugefügt wurde, um für besseres Licht zu sorgen und diesen unnatürlichen Ort zumindest etwas natürlicher wirken zu lassen. Außerdem wurde die Kuppel erst kürzlich hinzugefügt. Mhm. Ich fand es etwas seltsam, dass die Renovierungsarbeiten scheinbar gerade erst abgeschlossen waren, als es die ersten Berichte über vermeintlich spukende Bücher gab. Aha, okay. Renovierung, Schminovierung! Ich wollte unbedingt dieses zweite Rätselteil finden. Während Archie mit dem Bibliothekaren sprach, fingen Maya und ich also an, ganz unauffällig nach dem Mechanismus zu suchen. Wir haben die Wegbeschreibung der Mariborg haargenau befolgt und sogar ein leicht nasses Kissen gefunden, auf dem das Teil hätte liegen sollen. Leicht nass, okay. Aber es war nicht da. So frustrierend, als hätte es jemand geklaut, kurz bevor wir es erreichen konnten. Zu diesem Zeitpunkt sprach ich noch mit dem Bibliothekspersonal. Eine Mitarbeiterin sagte, sie erforsche uralte Magie und Zaubersprüche. Je länger wir plauderten, desto klarer wurde mir, dass ich mit meinen Vermutungen bezüglich einer Korrelation zwischen den Renovierungsarbeiten und dem Fluch richtig lag. Derweil wurde es immer dunkler in der Bibliothek, weil allmählich die Sonne unterging. Natürlich konnten mich die doofe Dunkelheit nicht davon abhalten, die ganze Bibliothek zu durchsuchen. Man sollte die Nachtsicht einer Wukaki niemals unterschätzen. Ah, okay, das ist natürlich praktisch. Bis dahin hatte ich versucht, sie stets im Blick zu behalten, aber die Dunkelheit verlor sie etwas aus den Augen. Ich wünschte wirklich, mein Sehvermögen wäre besser. Dafür hast du ja die Augengläser, ne? Ich durchstöberte die Bücherregale und die Bücher selbst. Ich meine, das Rätselteil musste ja irgendwo sein, oder? Aber als ich ein besonders altes, in schweres Leder gebundenes Buch anfasste, fuhr plötzlich ein greller Schmerz durch meine Finger. Hat das Buch nicht gebissen? Ja, voll unhöflich, oder? Ja, es hat sich nie vorgestellt. Was für ein Skandal. Sehr sogar. Es hat dutzende lange Rasiermesser, scharfe Zähne und knabbert an meinem Finger. Mich an so eine gewisse Bibliothek aus dem Terry Pratchett-Roman. Naja. Ihr Schrei gellte durch die ganze Bibliothek. Wir eilten sofort zu ihr. Aber als sie bei mir eintraf, hat das Buch schon meinen Finger losgelassen und war in eine dunkle Ecke geflüchtet. So ein Feigling. Ein bisschen so, als hätte es Angst. Ich erzählte den beiden, was gerade passiert war. Ich fürchtete schon, sie würden mir nicht glauben, aber stattdessen sah ich, wie meinem Assistenten, Archie, etwas dämmerte. Oh, ja, wie lange hat das gedauert? Plötzlich ergab alles Sinn. Endlich. Es war sonnenklar, dass die Probleme in der Bibliothek keineswegs von einem Fluch herrührten. Sondern, ja. Stattdessen hatten wir es mit Mimics zu tun. Ah. Oh, Bayer ist ein bisschen ängstlich.
Ich glaube, ich habe noch nie zuvor erlebt, dass jemand dieses Wort so glücklich ausspricht. Nun ja, es war das erste Mal, dass ich ein Exemplar in freier Wildbahn sah. Die freie Wildbahn, ja. Obgleich ich erwartet hätte, dass sie mehr wie Schatztruhen aussehen oder Türen. Oh ja, die Schatztruhen-Exemplare kenne ich auch. Aber da sie sich in einer Bibliothek befanden, da gab es natürlich viel mehr Sinn, dass sie wie Bücher aussahen. Die Bibliotheksleute sagten, sie hätten nie irgendwelche Probleme mit Nagern oder anderen Kleintieren gehabt. Ja, warum wohl? Also müssen die Mimics schon ziemlich lange in der Bibliothek gelebt haben. Vermutlich viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte lang. Aber all die Berichte über gebissene Besucher und Bücher auf Wanderschaft sind noch nicht so alt, oder? Das haben die Bibliotheksleute auch gefragt. Aber zum Glück ist unser Archie ein Mimik-Experte. Ach, nun, sie tauchen in fast jedem Abenteurerroman auf, also entstand meine Expertise wohl ganz auf natürliche Weise. Sicher. Ihr müsst wissen, Gastwirte, dass manche Mimik-Unterarten nachtaktiv sind. Sie verabscheuen Licht. Also lieben sie dunkle, stimmungsvolle Orte, wie zum Beispiel Bibliotheken. Blöd nur, wenn dann irgendwelche Leute mit einer riesigen Glaskuppel ankommen, die mehr Licht reinlässt. Ja, stimmt. Nicht alle Mimiks sind von Natur aus aggressiv. Sie hatten einfach nur Angst. Verständlicherweise, sie kommen nicht gut mit Veränderungen klar und dann war ihr einst sicheres Zuhause plötzlich von garstigem Licht erfüllt. Oh, garstiges Licht. Oh. Okay. Und schlimmer noch, sie wurden dauernd von Besuchern angefasst. Das muss schrecklich stressig gewesen sein. Okay, ja. Wenn ich ein Mimik wäre, hätte ich auch angefangen, Leute zu beißen. Ehrlich, sie tat mir aufrichtig leid. Und den Bibliotheksleuten ging es genauso. Natürlich mussten wir trotzdem eine Lösung für das Beißproblem finden. Maulkorb? Während sie darüber sprachen, hörte ich das Mimik, das mich gebissen hatte, in seiner Ecke rascheln. Es hatte so große Angst vor uns. Ich fühlte mich schlecht, weil ich zuvor so laut geschrien hatte. Also habe ich ihr zuliebe versucht, das Mimik zu beruhigen. Sie einen Gutschein gegeben? Ich war noch nie zuvor einem solchen Wesen begegnet. Aber sie sprechen in ähnlichen Frequenzen wie Pflanzen. Also verstanden wir einander sofort. Okay. Welch einzigartige und faszinierende Kommunikationsweise. Die Bibliothekare waren ebenfalls voller Bewunderung. Ich erklärte unsere Situation und versicherte dem Mimik, dass wir keine bösen Absichten hatten. Mit der geballten Genialität einer Detektivin, eines Schriftstellers oder einer Mimikflüsterin fanden wir eine Lösung. Da bin ich jetzt gespannt. Natürlich konnten sie die Renovierungsarbeit nicht rückgängig machen und die Glaskuppel war ein Besuchermagnet. Aber damit sich die Mimics wieder wohlfühlen konnten, brauchte die Bibliothek auch schattige Bereiche. Also verwandelte Balja den ganzen Ostflügel in einen botanischen Garten. Oh. Es war ein fantastischer Anblick. Ich hatte noch nie zuvor gesehen, wie solch eine vielfältige Pflanzenwelt einfach wie aus dem Nichts erschien. Mir aus dem Nichts stimmt so nicht. Ich habe die winzigen Algen und Sporen, den Fugen nur freundlich gefragt, ob sie gerne wachsen würden. Aha. Die haben also schon länger da nicht mehr sauber gemacht und, Und die wollten äußerst gerne wachsen. Es dauerte nur etwa eine halbe Minute, bis die Mimics begannen, ihre neue Bleibe zu erkunden. Wir konnten hören, wie überall in der Bibliothek das Papier raschelte. Sie fanden es so toll. Jetzt eins kam sogar zu uns, um sich zu bedanken. Na bloß, das Buch hieß bestimmt Knigge oder so. Es war das Exemplar, das mich gebissen hatte. Diesen violetten Einband würde ich überall wiedererkennen. Es war sehr dankbar und sagte, die ganze Kolonie fühle sich in ihrem neuen Zuhause wohl. Und zum Dank wollte es uns auch etwas geben.
Du wirst nie raten, was es sonst gab, Gastwirt. Kostenlose Bibliotheksausweise? Ja, ein Zahn? Als Andenken an den Moment, in dem es dich gebissen hat, gab's dir einen Zahn. Du hast doch ganz schön wilde Fantasie, oder? Ja, ich? Du liegst falsch als falsch. Schade. Was war es denn dann? Es war das zweite Rätselteil. In ihrer Notlage hatten die Mimics als hörbar gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass Mimics so nett sein können. Nun liegt es wohl an mir, ihren schlechten Ruf zu verbessern. Ja, das klingt nach einem guten Plan und einem sehr erfolgreichen Abenteuer. Es wird sogar noch besser. Die Bibliothekare und ich verbrachten ein paar Stunden damit, den Mechanismus zu untersuchen. Oh, okay. War ja nicht so viele Tropfen. Und wir fanden heraus, dass er ein Zoo... ein Zoo-Doof sein soll. Was? Ein Zoetrop. Was? Sag ich doch. Der obere Teil hat kleine Löcher an den Seiten. Das scheint von dem Feuergeist abgegeben sind. Licht durch und projiziert bewegte Bilder aus Licht an die Wand oder so. Was? Und dann anscheinend wird der Feuergeist auch der Sturm genannt. Oh. Siehe Fenster. Er ist ein mächtiger, von Divitian geschaffener Feuergeist. Er steht in Verbindung mit, nun ja, Feuer, Leidenschaft, aber auch Zuneigung und, man glaubt es nicht, Stürmen. Die Bibliothekare gaben uns einen uralten Folianten voller Informationen über ihn. Dieses Buch enthielt eine dramatische Kurzgeschichte über gewaltige Stürme auf dem Primordialmeer, entstanden, weil der Sturm verärgert worden war. Als Belly das Zoetrop öffnete, wurde der Sturm einer Welt ausgesetzt, die ganz anders war als Levitians Reich, und das hat ihn wohl verärgert. Glauben, das Zoetrop war sein Zuhause, aber da es kaputt ist, hat der Geist keine Ahnung, wo er hin soll. Oh, ich sehe schon, wir müssen ein neues Häuschen für einen Geist bauen. Es ist alles sehr furchterregend. Oh. Weil das Zoe-Doof alt und der Tag kaputt ist, können wir den Geist einfach nicht zurücktun. Oh, und war klar, dass wir es reparieren müssen, damit der Sturm wieder darin wohnen kann, wenn er das möchte. Aber zuerst müssten wir zur Oberfläche zurückkehren. Wir verabschieden uns von den Bibliotheksleuten und den Büchern und natürlich auch von den Mimics. Und Bayer hat noch eine Postkarte für Marie Morgan gekauft und ein Andenken für Fables Bruder, Koriander. Koriander, ja. Ja, ich habe Oleander ein paar Korallenzweige mitgebracht. Na, ja, das ist aber echt lieb von dir. In der Tat, aber... Inzwischen war schon fast der nächste Morgen angebrochen. Wir waren alle recht müde, aber ich machte mir auch Sorgen, weil die Wirkung der Getränke langsam nachließ. Wir mussten also rasch zur Oberfläche zurückkehren, sonst hätten wir am Ende noch in Unterwasser festgesessen. Also Unterwasser. Sobald wir beim Siegel der Barriere ankamen, kehrten die Luftblasen zurück. Sie waren bereits etwas durchsichtiger als zuvor, aber wir hatten noch genug Zeit, um die Oberfläche zu erreichen. Was zum Glück. Zumindest dachten wir das. Das klingt nicht so vielversprechend, aber ich meine, ihr steht ja hier. Es war schrecklich! Okay. Zuerst konnte ich sehen, wie die Luftblase um mich herum Risse bekam, wie zerbrochenes Glas. Dann trag Wasser in die Luftblase, viel Wasser. Es war so kalt und nass, ich hasse es, durchnässt zu sein. Oh, das kann ich nachvollziehen. Ich bin in meinem früheren Leben auch eine Katze gewesen. Zum Glück hatten wir es zu diesem Zeitpunkt schon fast bis zur Oberfläche geschafft. Bayers Seetangsträhnen zogen uns schnell an die Oberfläche und halfen uns zur Küste zu schwimmen. Ja gut, jetzt sind genug Fangarme dabei, ne? Aber der seltsame Sturm erschwerte uns die Navigation so sehr. Ich habe viel darüber gelesen, wie man immer herausfindet, wo Norden ist. Und danach war ich völlig orientierungslos. Und, nun ja. Ja? Wir schwammen aus der Seen ostwärts statt nordwärts. Ja.
Ich war wirklich verwirrt, weil mein Sumpf verschwunden schien. Oh, und weil vor uns so eine riesige Stadt aufragte. Aber diese Silhouette würde ich überall wieder erkennen. Es stellte sich heraus, dass wir in Zofort gestanden waren. Wusstest du, dass ich Zofort noch ein paar Male besucht hatte, nachdem ich dort meine Quest abgeschlossen hatte? Einmal hatte ich sogar ein recht nettes Gasthaus gefunden. Also wusste ich dieses Mal, wo wir übernachten können. Am nächsten Morgen sprachen wir über unser weiteres Vorgehen. Ich wollte das Zoo-Dorf unbedingt reparieren. Das heißt Zoo... Naja, ist auch egal. Aber als ich es aus meiner Tasche zog... Es muss mit Meerwasser in Berührung gekommen sein, als wir zurück zur Oberfläche geschwommen sind. Das Wasser muss in ein paar Risse gesickert sein, wodurch Teile des Uraltmetalls gerostet sind. Einige Teile sind vermutlich abgebrochen, während wir schwammen. Jetzt befinden sie sich irgendwo im Meer. Und unsere zwei Teile passen nicht mehr ineinander. Oh. Ich wollte es unbedingt reparieren. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Also sind wir hierher zurückgekehrt. Und ob ich wüsste, was ihr tun sollt. Schön, schön. Kann ich jetzt vielleicht ein Getränk bestellen, Gastwirt? Natürlich, natürlich. Weißt du schon, welches Getränk du möchtest? Normalerweise noch eine heiße Schokolade, oder? Ja, ich hätte gerne eine heiße Schokolade, bitte. Hab ich's doch gewusst. Eine heiße Schokolade kommt so... Ah, warte. Ich hätte gerne eine besonders tolle heiße Schokolade mit Glitzer und Marshmallows obendrauf oder so. Leider habe ich gerade keine Marshmallows mehr. Hätte ihr ja alle gefressen. Oh. Aber ich könnte sie durch ein paar Waldgeister setzen. Die zerplatzen im Mund, wenn man drauf beißt, und verleihen dem Getränk eine besondere Note. Oh. Ja, von denen hätte ich gerne ein paar. Also gut. Waldgeister. Hm. Ja gut. Heiße Schoki. Mit Waldgeistern. Naja. Eine schöne heiße Schokolade. Das geht immer. So. Egal, was für ein Wetter es ist. Gut, da müssen wir nicht mehr rein. Und in die Richtung müssen wir auch nicht mehr. Wir müssten einmal nach unten. Flipp. Und ansonsten ganz weit nach oben. Mit sehr viel Waldmeisterbrause. Na? So, heiße Schoki mit Geistern. Voila. Ups. Schwupps. Lecker, lecker. Hier, das schwimmt doch weil Marshmallows drauf, oder? Wie schmeckt dir deine heiße Schokolade? Richtig gut. Sie ist süß und warm und schnurrtastisch. Mir fiel gerade etwas ein. Das Zoetrop besteht aus Zitrin und uraltem Metall und es scheint mit Drachen in Verbindung zu stehen, richtig? Was, wenn ihr die verlorenen Teile einfach mit etwas göttlicher Hilfe neu schmiedet? Oh. Wir haben mal ein mächtiges Schwert geschmiedet. Für ein Zoetrop braucht man vielleicht etwas mehr Geschick, aber das heißt nicht, dass es schwieriger sein muss. Jetzt, wo du es erwähnst? Ah, aber erkundet Fräulein Rhea nicht gerade mit Kyle und Lady Evelyn die Höhlen von Ur? Wenn ich mich recht entsinne, war sie es, die Kerlins legendäre Waffe geschmiedet hat. Das ist wahr. Ich glaube nicht, dass wir sie in absehbarer Zeit erreichen können. Aber vielleicht kann Una uns helfen. Sie ist eine Bastlerin und sie ist sehr schlau und geschickt im Umgang mit Metall. Ich würde dir gern widersprechen, aber du hast recht. Und? Und wenn wir göttliche Hilfe brauchen, können wir zu diesem Drachentempel in den Hochlanden gehen. Die haben dort zwar nicht mehr die immer leuchtende Flamme, aber sie sollten trotzdem etwas über das Schmieden göttlicher Dingsies wissen. Dingsies, ja. Vielleicht haben sie sogar geheimes uraltes Metall oder ein modernes Ersatzmaterial. Oh. Hochfliegende Hoffnung. Oh, ich war schon einmal in diesem Tempel. Ein sehr kalter Ort mit einem sehr großen Givre.
Okay. Oh! Aber es ist definitiv ein Versuch wert, wenn er es überlebt. Glaubst du wirklich, dass wir das wieder gut machen können? Ich habe Angst, einen Riesenfehler gemacht zu haben. Was, wenn der Sturm für immer hier bleibt und alles meine Schuld ist? Es gibt immer eine Lösung. Natürlich kann das Beheben eines Fehlers manchmal zu unerwarteten Veränderungen führen. Aber ohne Veränderungen würden wir uns nie weiterentwickeln. Außerdem hast du erst kürzlich dabei geholfen, das Ende der Welt abzuwenden. Du schaffst das schon. Wie wäre es, wenn du erstmal dieses varikanischen Drachentempel besuchst und dann siehst du weiter? Danke, Gastwirt, danke, dass du an mich glaubst. Ich werde Una um Hilfe bitten. Sie hat bestimmt ein paar spaßige Ideen. Spaßig vor allem, ja. Klingt nach einem Plan. Bis später, Gastwirt. Okay, was haben wir denn hier noch für ein neues Gerücht? Das Toidrop ist kaputt. Okay. Bis später. Viel Glück. Ich sollte sie wohl besser begleiten. Nicht, dass sie sich im Sturm verirrt. Außerdem muss ich nach Woi und meinen Ameisen sehen. Oh ja, nicht, dass da eine Ameise verloren geht. Pass gut auf dich auf, Bayer. Wird gemacht. Und du? Lust auf eine Reise in die Hochlande? Du könntest einen Schneemann bauen. Nein, ich fürchte, dies könnte das Ende meines Abenteuers sein. Ich muss mich morgen Abend mit Theos Eltern treffen. Das darf ich nicht verpassen. Wer weiß, wie viele gemeinsame Tage mit Tee und Kuchen uns noch bleiben. Ja, genau. Aber bitte lasst mich wissen, welches Ende ihre Queste nahm. Na, du kannst auf mich zählen. Vielen Dank. Noch bevor ich gehe. All das Erzählen habe ich durstig gemacht. Werd ihr so lieb, Gastwirt? Na, immer noch. Schwebt dir was Bestimmtes vor? Vielleicht etwas, das meine Stimmbänder für die Rekrutierung weiterer Assistenten stellt und mich dafür schützt, morgens Halsschmerzen zu haben. Überlass das mir. Okay. Assistenten? Jo, wir wollen ein bisschen Verteidigung haben. Weiße Schokolade oder ein Stielwasser. Macht vor allem noch charmant. Nee, eigentlich nicht. Ein charmanter Trank. Vitalität lässt Angriffe abprallen, wenn sie überhaupt treffen. Die Schokolade, unbeschwert, Komfort und Sicherheit. Ich glaube, das braucht er eher. Oder? Ja, komm, wir versuchen das mal. Da müssen wir bestimmt wieder ein bisschen was mit Schmackes reintun. Ja. Ich denke mal, das machen wir dann damit. So, ein kleines bisschen davon, wenn wir brauchen. Ein Dröppchen hiervon. So, und ganz viel Dröppchen hiervon. Lecker, lecker. So, die weiße Schokolade. Mit Schuss. Flump. Bitteschön. Flüssiger Stahl, nur für dich. Ja, vielen Dank. Genau das habe ich gebraucht. Ich spüre schon, wie das Kratzen in meiner Kehle nachlässt. Bis dahin, Gastwirt. Ja. Bis dahin. Neue Quest. Okay. Mal gucken. Ja. Ein Zoetrop, sie zu knechten. Och, das hört sich nicht gut an. Der Mechanismus, ein ziemlich gearbeiteter Zoetrop, der und der einst darin eingesperrte Feuergeist scheinen aus den Reichen der großen Drachen zu kommen. Außerdem scheint das Zoetrop kaputt zu sein, aber kann vielleicht repariert werden. Dafür braucht es ein fähiges Team,
fähig, Freund, das zur göttlichen Schmiede in Varrika reist und die Priester dort um Hilfe bittet. Vielleicht lässt sich der Sturm ja besänftigen, wenn er zurück in sein Zuhause kann. Schwupp. So, eine neue Quest ist ausgeschrieben. So, hier gibt es noch ein bisschen lecker Futter. Yum, 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 mit Yodas Elf. Ja, hier haben sie wieder alles vollgetropft, klar. Und aus die Maus. Puh. Wie sieht denn das aus? Der Sturm 4, ein Leitfaden zum Heldentum. Das ist nur ganz schön übel. So, mein Schaf ist am Zittern hier. Na gut, dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht und was ja dieser Leitfaden fürs Heldentum wohl darstellen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Lasst gerne einen Like da und bis zum nächsten Mal. Bye, bye und trinkt immer eine schöne, heiße Schokolade.